was man abfangen kann an Orten. Da, da, da haben wir ihn wieder. Moment, ich habe euch doch im Schneedorf früher gesehen. Werdet ihr erneut ohne weggehen, ohne wegrennen? Ja. Dasselbe Szenario wie beim letzten Mal. Ob er irgendwas verbirgt? Wir haben ihn getroffen, endlich! So. Komm, Schneegebiet ist ja hier hoch. Dann will ich jetzt mal gucken, ob er nicht irgendwo jetzt hier in der Nähe ist. Eine Ewigkeit später. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wo der Typ ist. Den schon mal zweimal getroffen haben, ey. Ich werde das mal hier speichern. Und dann, werde ich erstmal gucken, ob es irgendwo eine Lösung gibt, damit ich diesen Typ finden kann. Wenn nicht, frage ich Ino direkt auf Twitter. Also mache ich jetzt mal für den Part und wir sehen uns dann im nächsten Part von Im Reich des Himmels an. Ciao, ciao! Hallo und herzlich willkommen zurück im Reich des Himmelsdrachen. Ich habe mit Ino mal jetzt nun gesprochen, beziehungsweise geschrieben auf Twitter. Und sie gab mir einen Hinweis, beziehungsweise einen Tipp, was ich machen soll. Salem, das ist gerade unpraktisch. Und wir gehen jetzt dieser Info nach. Ich hoffe mal, dass ich dadurch jetzt weiterkomme. Wegen dem Halbbruder dabei, ehe wir dann zum finalen Kampf übergehen. Weil ich will wirklich alles gemacht haben. Beziehungsweise das, was ich mitbekomme, was man machen kann. Ja, ja. Mal gucken. Alter. Komm nicht raus und wollte kämpfen hier. Und das. Tot. Wow. Echt geile Gegner. So. Wir sollen zuerst zu Chuck und Jen gehen und mit dem sprechen. Weil ich das so richtig verstanden habe. Dann tun wir das mal. Bist du? Ist ja gut, ich gehe ja schon wieder. Okay, dann hier ist irgendwie nichts.
Sie meinte irgendwie die Kuppel rechts. Irgendwo hier am Haus müsste ich mich halten. Mit dem Erwachsenen-Patching hinzubekommen, nochmal. Ich meine, ich habe ja mit den beiden gesprochen schon gehabt. Okay, anscheinend doch nicht. Dann solltest du der Stadt. Okay, wo ist das nochmal? Ein Haus mit einer Schuberkopplung. Vielleicht. Ich weiß gerade nicht, ob das jetzt hier ist. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ist das wieder hier? Ah, da haben wir es doch. Silver, so. Wir haben da ist die Sugarkuppel, nehme ich an. Damit ist das Haus gemeint. Was macht ihr in meinem Haus? Noch nie etwas von Anklopfen gehört? Entschuldigt bitte. Die Gesichter erinnern mich an Chuck und Jen. Ist er... Moment, seid ihr zufällig... Vivanco? Was? Woher kennt ihr meinen Namen? Dann seid ihr es also wirklich... Wir haben eure Brüder Chuck und Jen getroffen. Moment mal. Wenn das der Bruder ist. Wer war denn Typ, den wir da im Wald sind? Was? Ich glaub's nicht. Die zwei Sager haben über mich gesprochen. Nicht so direkt, es wurde nebenbei erwähnt. Besonders gut scheint ihr euch nicht zu verstehen. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Aber am meisten stört es mich, dass sie sich Schuckerzüchter schimpfen, aber sich nicht darum kümmern. Ihre Farm ist eigentlich ein Schandfleck für alle Schuckerzüchter. Das klingt ein bisschen hart, oder? Wieso helft ihr ihnen nicht? Dazu müssten sie erstmal mal beweisen, dass sie ihre Schucker richtig behandeln. Tut man es, bringt einen der Schucker in vielerlei Winkel dieser Welt und bringt vielleicht einen Schatz. Wie bitte? Wie meint ihr das? Überall auf der Welt sind Schatztruhen versteckt. Damit man nicht so ohne weiteres dran kommt. Nur Schucker können sie ausgraben. Ich habe versucht, sie zu finden, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass meine Orientierung nicht gerade die beste ist. Wenn Chuck und Jen diese Schatztruhen finden würden, wäre ich durchaus bereit, ihnen zu helfen. Das wäre doch mal ein Anfang. Und wie erfährt man, wo sich die Schatztruhen befinden? Die Schatzkarten dazu habe ich hier. Da ihr anscheinend mit meinen dummen Halbbrüdern befreundet seid, könnt ihr sie ja ihnen geben. Aber ich bezweifle, dass sie sie finden werden. Okay. Alles klar, wir bringen sie zu Chuck und Jen. Übrigens, die Throne erhalten alle jeweils einen Aquamarin. Das soll Beweis genug sein, dass sie dann alle Schätze gefunden haben. Was sich noch an den Truhen befindet, ist mir gleich. Die Steine sind mir wichtiger. Sagt ihnen, sie sollen sich bei mir melden, wenn sie alle Edelsteine haben. Dann helfe ich ihnen. Wenn das der Bruder der beiden ist. Wem zum Hänger haben wir denn jetzt gesucht die ganze Zeit? Wer war der Typ, der schon zweimal durch die Lappen gegangen ist? Kite, du kannst nicht etwas für Chuck und Jen ausmachen, was sie wohl nicht machen können. Sonst hätten sie doch uns nicht
gefragt, ob wir Chiro etwas bewegen können, da sie jetzt nicht dazu kommen. Deswegen bin ich mir bewusst, Innocentia. Ich dachte mir nur, anstatt Shock und Jen sind wir es, die die Schätze suchen. Wenn wir alles gefunden haben, sagen wir ihnen Bescheid und Vanko wird ihnen helfen. Sozusagen eine Geheimmission? Ja, was denkt ihr euch, wie Chuck und Jin überrascht sein werden? Zum Schluss wird aber rauskommen, dass es die beiden nicht waren, Kite. Stimmt wohl, aber wir werden sehen, was sich bis dahin ergibt. Also es geht darum, außerhalb der Stadt Schätze mit Chiro zu suchen. Die Karten geben uns Informationen darüber, wo sich ein Schatz befindet. Mit Chiro sollten wir jene Orte aufsuchen und den Schatz heben. Klingt nach Spaß! Anleitung der Schuka-Schatzsuche. Auf der Weltkarte Menü aufrufen und einen. Okay. Zum Protokoll nochmal. Wer war der Typ, den wir jetzt ernsthaft verzweifelt gesucht haben? Oh, süß. Aber ganz ehrlich, wer war denn der Typ, der uns zweimal durch die Lappen gegangen ist? Ich denke, ich mache mal hier einen Cut. Ich mache da morgen weiter. Ich muss dann mal Innocentia fragen, wer dann der Typ war, den ich dann jetzt gefolgt habe. Das ist echt seltsam. Naja. Wenigstens haben wir jetzt den Bruder gefunden und jetzt eine geheime Mission bekommen. Also, bis dann!